Mein Name ist Isaac González. Ich wohne seit 20 Jahren in diesem Land und ich gehöre zu den sogenannten Migranten erste Klasse. Ich habe 3 Universitätsabschlüsse, ich spreche 6 Sprachen und ich habe in mehreren Ländern gelebt. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung für dieses Land, dass ich hier bin. Seit einem Jahr leite eine sehr erfolgreiche Gruppe von jungen Menschen, Flüchtlinge und Nicht-Flüchtlinge. Und wir haben die deutsche Fahne auch dazu. Das war der Wunsch unserer Flüchtlinge. Ich komme aus Holzgerlingen und ich hätte nur eine einfache Frage. Ich arbeite mit ganz motivierten Menschen. Sie arbeiten mit mir sonntags, egal wann. Und sie kommen alle aus Irak, aus Afghanistan. Sie sind alle zwischen 20 und 30 Jahre alt. Und sie werden dieses Land mithelfen aufzubauen. Was soll ich an meine jungen Leute sagen? Ich habe mich sehr eingesetzt bei vielen Menschen, damit diese Veranstaltung stattfindet. Und ich bin auf keinen Fall in keiner Partei, das sage ich einfach ganz neutral. Und ich bin immer bereit, mit Ihnen zu diskutieren. Und ich finde es wichtig, dass in diesem Land mit der AfD diskutiert wird. Das will ich hier ganz öffentlich sagen. Aber ich habe die Frage ist angekommen. Und ich verstehe Sie auch. Ich kenne auch viele Menschen, die sehr, sehr engagiert sind, auch in meinem nächsten Umfeld, die sehr engagiert sind in der Flüchtlingshilfe. Ja, und es stellt keiner in Abrede, dass es nicht sehr viele gibt, die willens und in der Lage sind, hier einen Beitrag zu leisten, die sich beteiligen wollen an unserer Gesellschaft, die einen Mehrwert für unsere Gesellschaft darstellen können. Das ist gar keine Frage. Darum geht es nicht. Es geht nicht um Fälle, wo man sagen kann, da funktioniert es gut. Natürlich gibt es das und es gibt es auch viel. Aber das Problem, das wir haben, ist ein anderes. Das Problem ist ein großes, zahlenmäßiges Problem. Wir reden von 1 bis 1,5 Millionen Menschen, die zu uns gekommen sind. Die Europäische Kommission hat Anfang des Jahres gesagt, über 60% davon sind keine Asylanten. Und nach unserem Grundgesetz ist niemand Asylant, weil er, wie gesagt, durch viele, viele Länder gekommen ist, bis er hier angekommen ist. Ohne Anspruch auf Asyl. Das Problem ist ein zahlenmäßiges. Wir stellen fest, dass wir diese Leistung in dieser Größe auf Dauer nicht bringen können. Wir können nicht mehrere Millionen Menschen, die jetzt auch noch Familien nachholen, bei uns integrieren. Wir wollen helfen, wir wollen etwas tun, wir fühlen uns auch als eine von den reichsten Nationen der Welt natürlich auch verantwortlich zu helfen, weil wir wollen sinnvoll helfen. Und wir können sehr viel sinnvoller helfen. Wir können mit dem Geld, das wir hier investieren, vor Ort ein Vielfaches an Hilfe leisten. Wenn wir nur uns anschauen, die Kosten für einen unbegleiteten Minderjährigen, sagt man, kosten ungefähr 5.000 Euro im Monat. Was können wir mit 5.000 Euro im Monat im Libanon in Syrien, nicht ganz Syrien, ist ein Kriegsgebiet. Es gibt Gebiete, wo man leben kann. Was können wir mit Geld vor Ort, heimatnah, viel mehr erreichen? Wir wollen helfen, wir wollen uns beteiligen, wir wollen möglichst vielen Menschen helfen. Aber die Art und Weise zu sagen, alle können zu uns kommen, alle müssen zu uns kommen und dann organisieren wir die Hilfe hier, das ist zu kurz gesprungen. Sie sehen natürlich die Menschen, die Sie jetzt vor Ort haben. Sie haben Einzelpersonen vor Ort. Aber wir reden über mehrere Millionen mindestens innerhalb von Syrien allein Binnenflüchtlinge. Ja, wir reden über Nordafrika, über Zentralafrika, über zig Millionen Menschen, die alle diesen Wunsch haben, zu uns zu kommen. Wir können diesen Menschen nicht hier bei uns helfen. Das ist nicht möglich. Auch unsere Mittel sind beschränkt und begrenzt. Wir wollen Mittel einsetzen, ja. Wir wollen helfen, ja. Aber wir wollen möglichst vielen helfen. Und das bedeutet, wir wollen vor Ort helfen. Das ist eine Grundsatzaufgabe. Das heißt nicht, dass wir nicht anerkennen und sagen, dass es sehr verdiente, sehr engagierte Flüchtlingshelfer gibt, so wie Sie, die einzelnen Menschen helfen, die sehr viel Gutes tun und die auch sicherlich vielen Menschen helfen und denen eine Zukunft geben. Das ist eine tolle Leistung, das anerkennen wir alle. Aber wir reden über Politik, über dieses große Ganze. Und da müssen wir feststellen, die Lösung, die jetzt gefahren wird, ist nicht so umsetzbar. Wir können das Elend der Welt, wir können die Not der Welt, wir können auch nicht alle Kriegsflüchtlinge und Flüchtlinge dieser Welt
Stuttgart. Ich bin hier aus Stuttgart, bin hier geboren in Cannstatt. Mein Opa ist aus Italien, ist damals eingeladen worden und ist niemals beschimpft worden als scheiß Italiener oder irgendwas. Wo er beerdigt worden ist in Nürnberg, da war die deutsche Seite von meiner Oma. Die haben immer gesucht, gelobt, wie er hier fleißig war und sich ihm angepasst hat und die haben das auch bestätigt, dass er hier in Schwabischer gewesen ist. Ich schäme mich selber, ich bin halber Italiener, ich schäme mich für viele Ausländer, die hier leben, wie sie sich hier aufführen in fremden Land oder in einem Land, wo man besser geht kann wie im eigenen Land. Und ihre Rede, wie sie sie jetzt geredet haben, also ich habe viel in den Medien gelesen, dass sie immer so oder so werden. Ich bin stolz darauf, dass ich heute hier gewesen bin. Ich bin begeistert von dir. Merkel, ja, die sogar umstottert und nicht mal weiß, was sie da redet, dass so eine bis hier das Land hier regieren. Ich habe die Jugend trainiert hier viel Jahre lang im Boxen, habe da viele gesehen, egal welche Länder, also aus welchem Land die gekommen sind. Ist mir jetzt eigentlich wurscht, die Jugend kann gar nichts dafür. Auf die kommt alles zu, was jetzt hier gerade die Frau Merkel hier verbockt. Ja. Die haben nämlich nichts zu lachen. Und mir tut, ich habe selber eine so dreijährige Tochter, ich habe Schiss. Da ich bin ganz ehrlich, ich bin aufs Land gezogen. Ich habe früher in Dagersheim gewohnt, ich bin jetzt woanders hingezogen, aufs Land habe ich ein Haus gekauft, habe da auch geschaut, ob der Kindergarten passt, dass ich da keine Angst haben muss. Und hier ist eine Freundin, ja, die ist in Nürnberg, hat sie wohnt und die hat einen 6-jährigen Sohn gleich ab der ersten Woche die Fresse voll bekommen. Ja. Und das sind Zustände, da frage ich mich, was Sie da vorhaben, der Schutz von der Jugend und von den Frauen hier, dass die abends hier überhaupt gar nicht mehr Lust haben, rauszulaufen. Also, das ist Wahnsinn. Und nicht, dass die hier irgendwie in Köln scheinen vergewaltigt worden. Ja, die Mutter, die Tochter hat Selbstmord getrieben. Und dann nach der Gerichtsverhandlung hat man den Vergewaltiger interviewt und der hat gesagt, das sind nur Gott kann mich bestrafen. So, was darf es hier in so einer Gesellschaft gar nicht sein? Bravo. Das war die letzte Frage und ich freue mich, das war so eine halbe Frage, aber ich freue mich darüber. Und weil Sie einfach das gelebte Beispiel sind in der Sprache und im Aussehen, von gelungener Integration. Sie haben einen Migrationshintergrund, Sie sind hierher gekommen, Sie sind Eltern sind hierher gekommen, Sie haben hier gearbeitet, Sie haben keine Integrationskurse gemacht, sondern Sie haben geschafft, wie man hier sagt. Sie haben gearbeitet, Sie haben sich dadurch integriert. Sie schwätzen Schwäbisch. Ja, die sind der klassische Beispiel davon, dass es gut funktionieren kann, dass wir das begrüßen, wenn es funktioniert, dass wir nichts gegen Menschen mit Migrationshintergrund haben, aber die Regeln, wie es jetzt läuft, die sind verkehrt. Wir wollen, dass es so läuft wie bei Ihnen, dann ist alles gut. Vielen Dank. Okay.